Die Jugend von heute. Schlimmer kann es nicht werden. Diesen Satz bekommt man oft zu hören, doch stimmt diese Aussage überhaupt? Wir Jugendliche haben mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Vor allem in der Schule bekommt man oft gesagt, man habe keinen Respekt vor Lehrern und würde sich für die Bildung auf keinste Weise interessieren. So, das Wort habt ihr noch in das, auf der Seite 224, Aufgaben 3, 4, 5, 6. Doch laut der Shell-Studie ist der Optimismus der Jugendlichen in Deutschland ungebrochen, denn 61% blicken optimistisch in die eigene Zukunft. Die Jugend von heute hat klare Ziele vor Augen und orientiert sich an Vorbildern. Und wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild ist Aki Wöltke, mein Deutschlehrer und mein Klassenlehrer. Ich glaube, mein Papa. Ich denke, für die Jugend ist heute am wichtigsten, ein Smartphone zu besitzen und möglichst gut rüberzukommen, viel Spaß zu haben und möglichst mit vielen Freunden abhängen. Darunter verstehen aber viele, man würde nur Alkohol trinken und gar nicht erst versuchen, was zu erreichen. Doch dem ist nicht so. Der Ehrgeiz, etwas zu erreichen, ist durchaus im Freundeskreis vorhanden. Glaubst du selbst, dass die Jugend von Generation zu Generation schlimmer wird? Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, jede Generation ist in ihren ein paar Dingen irgendwie schlimmer geworden, egal welche Sachen, ob es jetzt Alkohol ist oder anderes. Also irgendwie wird die Generation immer schlimmer. Also ja. Dennoch glauben viele daran, dass die Grundwerte im sozialen Miteinander bestehen bleiben. Für viele Jugendliche stehen auch Werte wie Freundschaft, Partnerschaft und Familie an erster Stelle. Oh, pass doch auf! Entschuldigung! Ja, passiert. Für die Jugend. Ich glaube, für die Jugend ist heute am wichtigsten, weiß ich, Freunde, die Clique, sicherlich auch das Internet, weil man da ja relativ viel machen kann und darüber auch gesprochen wird oder kommuniziert. Ich glaube tatsächlich, das Wichtigste für Jugendliche ist die Familie, würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich auch Freunde, überhaupt so das soziale Umfeld, dass das passt. Die Jugend ist sich durchaus selbstkritisch und skeptisch gegenüber und erkennt das Stück Wahrheit in den Vorurteilen. Glaubst du, dass du den Vorurteilen gegenüber Jugendlichen entsprichst, wie zum Beispiel Unordentlichkeit, handysüchtig oder Null-Bock-Einstellung? Ja, ein bisschen schon. Also ich glaube, jeder Jugendliche ist davon betroffen und auch ich selber. Ja. Gerade handysüchtig oder sowas, ja. Zum Teil denke ich auf jeden Fall schon. Also die Null-Bock-Einstellung ist vielleicht nicht, aber handysüchtig. Weiß nicht, süchtig auch nicht, aber ich glaube, das ist schon ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Doch nun zu unserem Fazit. Sind wir wirklich die schlimmste Generation? Glauben Sie, dass die Jugend immer schon so als schlimm angesehen wird oder wird es von Generation zu Generation schlimmer? Als Lateinlehrer weiß ich ja, dass solche Klagen es schon in der Antike gegeben hat. Von daher gehört das, glaube ich, schon zu jeder Generation, dass man glaubt, dass die nächste Generation noch schlimmer geworden ist. Ob es tatsächlich so ist, da bin ich mir nicht so sicher. Ich denke, die Jugend verändert sich, das ist auch ganz normal und von daher ist es dann vielleicht im Nachhinein, kann man dann überlegen, ob das schlimmer oder schlechter geworden ist. Also man sagt immer, dass die Generationen nach einem immer schlimmer werden, das war bei meiner Jugend auch schon so, aber ich glaube, die Umstände ändern sich ja und man passt sich als Jugendlicher den Umständen an und dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, die Jugend wird schlimmer, nur sie verhält sich so, wie sozusagen ihr Umfeld das von ihnen ja nicht erwartet, aber sozusagen das Umfeld auf sie einwirkt. Nein, jede Generation ist nun mal anders aufgrund der immer weiterlaufenden Entwicklungen.